Herzlich willkommen zum Tag des offenen Hofes hier in der AGP Lübbesse, besonders hier in unserer Rinderanlage. Leider kann der Tag des offenen Hofes dieses Jahr nicht in der gewohnten Form stattfinden, sodass wir diesen Weg wählen, um Ihnen zu zeigen, wie wir Landwirtschaft betreiben und wie es unseren Tieren gehen kann. Die 1000 Kühe werden dreimal am Tag gemolken. Der reine Melkzyklus dauert ungefähr 5 Stunden. Das Ganze dreimal am Tag, also rund um die Uhr. Wir arbeiten mit unserem Personal hier so in 3 Schichten. So dass wir morgens um 4, mittags um 12 und abends um 10 dann einmal beginnen zu melken. Und in 5 Stunden sind die Kühe durch. Das Karussell dreht sich in der Viertelstunde einmal rum, dann sind theoretisch 60 Kühe gemolken und so kommt das dann mit der Melkzeit zustande. Die Küken kommen einen Tag alt, bleiben dann ungefähr 6 Wochen bei uns, haben dann so ein Gewicht erreicht von zwischen 2,6 und 2,8 Kilo. Manchmal auch bis 3 Kilo und gehen dann in die Schlachterei und dann freuen sich nachher die meisten, wenn sie dann ein schönes Hähnchenfilet oder sowas mal auf dem Grill liegen haben. In einem so einem Stall, davon haben wir 8 Stück, werden 35.000 Küken eingestallt. Und wenn man überlegt, der Frischfleischbedarf der Stadt Hamburg liegt bei 40.000 Tieren, dann weiß man, dass dieser eine Stall nicht mal für einen Tag reicht, um Hamburg mit frischem Geflügelfleisch zu versorgen. Zum Tag des offenen Hofes hätten dann auch mal die ganze Bandbreite unserer Technik zeigen können. Also von den modernen Traktoren über Mähdrescher, Häcksler, einen der modernsten Kartoffelroderlader, den haben wir. Also so, dass hier tatsächlich, wie sonst in Indiana, mit zwischen 2.000 und 3.000 Besucher mal gucken können, wie Landwirtschaft funktioniert. Und tatsächlich über Kuh, Geflügel, Biogas hier mal alles so ein bisschen aus der Nähe betrachten können und Fragen stellen können. Da gibt es keine dummen Fragen und auch keine dummen Antworten. Da erfährt man wirklich, wie Landwirtschaft wirklich funktioniert.